Okay, willkommen zur letzten normalen Vorlesung vor den Ferien. So morgen sage ich nachher noch was. Wir fangen mal kurz ein bisschen an und werden uns die alten Lösungen angucken. Denn ich habe so das Gefühl gehabt, dass einige damit Probleme hatten. Die Aufgaben waren, auch, ich sag mal, eher umfangreich im Vergleich zu den anderen Aufgaben, die ich so gestellt habe. Also gucken wir uns das mal eben an. Auch wenn es oft langweilig ist, sich nochmal die Sachen anzugucken, die man schon programmiert hat. Wir werden das einmal sicherheitshalber machen, damit wir alle wissen, wie das genau geht. So, wir gehen da teilweise auch recht schnell drüber. Ich habe auch noch ein paar andere Folien, die ich noch erzählen möchte. Als allererstes solltet ihr Fibonacci programmieren. So, und ich glaube, das haben so mehr oder weniger alle hinbekommen. Fibonacci, das heißt, ihr solltet einen Typen selber programmieren, der dann das Trait Iterator implementiert, also der selber über irgendwas iterieren kann, und in unserem Fall sollte man über die Fibonacci-Zahlen iterieren. Um sich irgendwie zu merken, oder um sich irgendwie gut zu merken, an welcher Position man gerade ist in der Fibonacci-Folge, speichert man sich am besten die letzten beiden Zahlen, die man schon rausgegeben hat, und nicht nur irgendwie die Position oder die Ente Fibonacci-Zahl. Am besten speichert man sich zwei. Dann dieser Iterator, diese Implementation, die ist recht einfach. Also hier addiert man diese beiden letzten Werte, das wird dann der neue Wert. Die speichert man sich dann irgendwie entsprechend ab in seinem Struct wieder und dann returnt man einen dieser Werte. War jetzt auch nicht so wichtig, ob ihr bei 0 angefangen habt, bei 1 oder vielleicht sogar bei 2. Das war ziemlich egal. Dann vielleicht noch interessant, man möchte auf jeden Fall dann so eine New-Methode haben. Man möchte nicht selber 0 und 1 als Startwerte übergeben. Denn da könnte ja auch irgendjemand komische Dinge übergeben, die überhaupt nicht in der Fibonacci-Reihe sind. Also möchte man auf jeden Fall irgendwie so eine Methode haben, die das für einen macht. Und um da die ersten 20 auszugeben, sagt man einfach nur .take20 an diesem Fibonacci-Objekt direkt. Denn take ist ja eine Default-Methode vom Iterator. Und da können wir dann ganz einfach nur 20 Elemente uns holen. Dann, also wenn ihr Fragen habt, sagt ihr Bescheid, aber ich glaube, die erste Aufgabe liegt noch ganz gut. Und dann war das ein bisschen komplizierter. Dann solltet ihr euch nämlich irgendwie mit Iteratoren, ja, ihr solltet bestimmte Aufgaben lösen, und zwar am besten mit Iteratoren und am besten möglichst kurz. Und das ist etwas, wo man natürlich ziemlich viel Zeit braucht, um da wirklich reinzukommen, um in dieses Iterator-Denken reinzukommen, um zu wissen, wie man damit Dinge tut. Wir fangen mal einfach an. Schade, dass ihr immer schon alles seht. Und zwar nur mit dem Factorial. Factorial ist einfach nur das Produkt der Zahlen von 1 bis zu der Zahl, die man dann berechnen möchte. Also sagen wir einfach, wir haben einen Iterator von 1 bis zu dieser Zahl. Wir müssen plus 1 sagen, damit diese Zahl inklusive ist. Da sagen wir dann Product. Ist das soweit klar? Also das ist dann auch irgendwie schon alles, um das Factorial auszurechnen. Dann gehe ich mal weiter. Das nächste war Palindrom oder was auch immer. Und da waren jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen konnte. Viele haben es so gemacht. Also von den Leuten, die Iteratoren benutzt haben, haben es viele so gemacht. Man holt sich erstmal einen Iterator über die ganzen Charakter dieses Wortes, zippt dann das mit den Charaktern, die aber andersrum geyieldet werden, also genau andersrum der Iterator, der von hinten losgeht, und guckt dann, ob für alle diese Paare jeweils diese Gleichung zutrifft. Also das A aus dem ersten Iterator gleich B ist. Das, was ich gerade auskommentiert habe, das ist nur eine kleine Optimierung. Wir müssen natürlich nur bis zur Hälfte gehen, denn sonst würden wir quasi Vergleiche doppelt machen, wenn wir die einmal komplett übereinander legen und dann einmal komplett durchgehen. Dann würden wir jetzt die Hälfte der Vergleiche umsonst machen. Hat jemand noch eine andere Idee, wie man das am besten machen könnte? Ja? Wir haben es mit einem Double-Ended Iterator gemacht, und sind einfach von beiden Seiten symmetrisch. Okay, dann quasi recht manuell noch mit irgendeiner Schleife, wo ihr dann immer selber Next und Next Back aufgerufen habt? Oder? Genau. Okay. Ja, okay, das geht natürlich auch. Wo man da jetzt auch wahrscheinlich, also man schreibt manuell Schleifen. Und ihr habt Mutable-Variablen auf jeden Fall. Also müsst ihr ja haben, ne? Ja. Ah, genau.
Okay, noch ein Vorschlag. Es gibt die schöne Iterator-Methode IQ, die zwei Iteratoren genau gleich abprüft und dann kann man da einfach Word Chars IQ Klammer auf und dann den anderen Iterator rein. Richtig. Man kann EQ sagen und da den anderen Iterator reinwerfen. Das vielleicht etwas Unschöne bei dieser Methode ist, da müsste man jetzt an zwei Stellen schreiben, nimm nur die Hälfte der Characters, wenn man diese Optimierung einbauen möchte. Aber sonst würde das auch so funktionieren und ich glaube, das würde dann den Wettbewerb gewinnen, was am kürzesten ist. Ja, wenn es dazu Fragen gibt. Ne? Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen reinkommen in dieses Denken, dass man da recht kurz eigentlich das ausdrücken kann. Will ich jetzt erstmal weitermachen? Dann war die, das ist die schwierigste Funktion, so, habt ihr nicht gesehen. Es gab diese used char counts. Okay, die waren ein bisschen komisch. Ich schreibe das mal ein bisschen besser hier hin, damit das nicht für euch so merkwürdig erscheint. Erstmal konzentrieren wir uns auf andere Sachen. Also wir bekommen irgendwie so einen Slice von Strings rein, von String-Slices wiederum, und wir möchten jetzt gucken, was wollen wir überhaupt gucken, genau, wie viele unterschiedliche Zeichen überhaupt benutzt wurden, wobei wir die Leerzeichen ignorieren. Genau, und was wir jetzt machen, wir nutzen hier diese magische Flatmap-Methode. Also man hat jetzt einen Iterator und ruft darauf Flatmap auf und in dieser Closure, die dann hier reingegeben wird, kann man einen neuen Iterator erstellen. Also kann man sich vorstellen, man hat einen originalen Iterator, der spuckt jetzt Elemente aus und zu jedem dieser Elemente kriege ich noch einen Iterator raus. Also hätte ich so irgendwie einen Iterator im Iterator und was Flatmap macht, der setzt diese ganzen Iteratoren hintereinander. Das heißt, wenn ich jetzt nur Map sagen würde, hätte ich jetzt einen Iterator, also wir ignorieren das jetzt erstmal, hätte ich jetzt einen Iterator über Iteratoren. Wenn ich aber Flatmap sage, wird das so ausgebügelt und wir haben nur noch einen Iterator über die Characters direkt. Das heißt, wir hängen einfach alle Characters aller Wörter hintereinander. Das macht Flatmap und das ist so das Schwierigste, glaube ich, an dieser Aufgabe. Dann holen wir uns natürlich erstmal alle Whitespaces raus. Die brauchen wir nicht. Wir müssen das rausfiltern. Wir wollen nur die anderen Zeichen beachten. Dann collecten wir das in ein Hash-Set. Also wir haben jetzt einen Iterator über Characters. Das können wir collecten. Und wenn wir das in ein Hash-Set collecten, wird kein Element doppelt da aufgenommen. Also wenn man irgendwie etwas in ein Set reinpacken möchte, was schon drin ist, dann passiert nichts. Das ist ganz nützlich. Und an diesem Hash-Set rufen wir dann einfach nur len auf, was uns die Anzahl der Elemente in dem Set zurückgibt. Also ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keine Abgabe gesehen, die wirklich in allen Aufgaben so kurz ist wie die Musterlösung. Das ist immer so eine kleine Herausforderung, wie man das möglichst kurz fassen kann. Gibt es hier denn zu Fragen oder macht das Sinn, wenn das jemand einem erklärt? Okay. Vielleicht, also ich frage gleich nach der letzten Aufgabe nochmal, aber ihr könnt ja schon mal drüber nachdenken, mir zu erklären, was ihr denkt, woran es liegt, dass ihr nicht darauf gekommen seid. Wir machen aber erstmal die letzte. Das war die schwierigste an der ganzen Sache. Ach nee, Entschuldigung, es gab ja noch Rot 13. Das war noch recht einfach, obwohl auch man da noch deutlich mehr Code schreiben konnte. Also was irgendwie fast alle gemacht haben und was recht klar ist, wir möchten über die Character iterieren und jeden Character mappen, also verändern. Und das dann wieder collecten in einen String. Das haben auch die allermeisten, bei denen ich es mir angeguckt habe. Es ist nur die Frage, was man jetzt in dieser Map-Funktion drin macht. Das ist jetzt nicht so ganz wichtig, was Iteratoren angeht, aber gut, ich habe das jetzt einfach so gemacht, dass ich in zwei Match-Cases irgendwie was anderes mache. Und irgendwie muss man, oder oft muss man irgendwie casten, einmal zu U8 und wieder zurück. Das habe ich zumindest gemacht. Dann kommen wir jetzt aber zum Schwierigsten. Das war dieses Greatest Subsequential Sum. Das gucken wir uns mal in Ruhe an. Am besten immer nur dahin gucken, was ich gerade erzähle, sonst wird das kompliziert. Als erstes machen wir uns einen Iterator über... Okay, nein. Erstmal, was wir wollen, ist, wir wollen ja irgendwie alle möglichen Subsequenzen uns angucken. Wir haben einen Slice und wir möchten jetzt über alle möglichen Teil-Slices iterieren.
Also wir möchten irgendwie über die Tile-Slices iterieren, die immer nur eins lang sind. Dann möchten wir über alle iterieren, die zwei lang sind. Und dann drei und so weiter. Also alle möglichen, die wir uns angucken können, die für den Algorithmus in Frage kommen. Ja? Also wir wollen quasi über das Power-Set iterieren. Oder nee, ich glaube nicht. Nee. Weil die immer nebeneinander stehen müssen. Die müssen nebeneinander stehen, ganz genau. Das nennt man auch schon Fenster. Man lässt so ein Fenster darüber sliden, über die Slice. Wenn man zum Beispiel mal Rechnernetze gehört hat, da wird bei der TCP-Implementation auch ganz oft von Fenster gesprochen. Aber gut, vielleicht kennt man das nicht unbedingt, diesen Begriff. Jedenfalls, ich hoffe, das ist erstmal ungefähr klar. Wir möchten diese zusammenhängenden Subslices haben von unserer Slice. Die möchten wir uns alle angucken und davon die mit der größten Summe raussuchen. Wie machen wir das jetzt? Und da ist der größte Schritt zum Erfolg, einmal diese Windows-Methode gefunden zu haben. Diese Windows-Methode ist auf der Slice iteriert und ist auf der Slice definiert und gibt einen Iterator über alle Fenster einer bestimmten Größe zurück. Das heißt, wenn ich irgendwie wenn ich jetzt so eine Slice habe, 1, 2, 3, 4 und ich sage jetzt irgendwie Slice Windows von der Größe 2, dann bekomme ich aus diesem Iterator 1, 2, 2, 3 und 3, 4 zurück. Das heißt, das hilft uns schon mal extrem. Wir lassen da so ein Fenster drüber sliden, aber wir möchten ja alle Fenster aller unterschiedlichen Größen haben. Also machen wir oder iterieren wir erstmal über alle möglichen Fenstergrößen, nämlich von 1 bis der Länge des ganzen Arrays, damit wir eventuell ganz am Ende uns alles angucken. Dann rufen wir wieder dieses Flatmap auf, wo wir dann diese Windows zurückgeben. Das heißt, wir haben erst die ganzen Fenster über nur ein Element, die da drüber sliden, dann haben wir die ganzen Fenster über zwei Elemente, die da drüber sliden und mit Flatmap hängen wir die hintereinander. Das heißt, wir haben alle möglichen Fenster hiermit abgedeckt. Fast, denn wenn man in dieser Dokumentation guckt für Windows, steht da, man kann da nicht 0 übergeben, was auf den meisten Fällen keinen Sinn ergibt, dass man ein 0 großes Fenster hat. Aber das müssen wir beachten, denn man kann ja auch in den Fällen, dass alles negativ ist, alle Zahlen im Array negativ sind, möchte man die leere Slice zurückgeben. Deswegen habe ich hier noch gesagt, wir chainen einen Iterator. Und jetzt kommt der Trick, es gibt eine Funktion once in dem Iter-Modul, die gibt einen Iterator zurück, der genau einmal das übergebene Element ausspuckt. Also das ist einfach nur ein sehr, sehr einfacher Iterator, der ein Element nimmt, das einmal ausspuckt und dann None sagt. Also haben wir jetzt nach diesen drei Zeilen, iterieren wir wirklich über alle Subslices, die wir uns überhaupt angucken wollen. Dann sagen wir mit diesem Max by Key, wollen wir uns raussuchen, was ist das Größte jetzt. Wir sortieren allerdings nach der Summe der Elemente in diesem Window. Und zuletzt sagen wir nur Unwrap, weil es würde nur ein None zurückkommen, wenn vorher im Iterator nichts drin war. Was wir aber wissen, was nicht passiert, denn wir haben hier ein Element zumindest schon mal angehangen. Wer hat das so? Ja, ich habe das auch in einer Lösung mindestens, ich glaube, das war nicht deine, aber ich habe noch in einer anderen Lösung etwas ähnlich, also etwas anders die Lösung gesehen, aber ähnlich. Also wie gesagt, da braucht man ein bisschen Zeit, um da wirklich reinzukommen. Hat irgendjemand eine Ahnung oder möchte mir das verraten, warum man selber nicht auf so kürzere Lösungen gekommen ist? Oder? Ja? Also ich muss sagen, für mich gab es nur noch eine Verbesserung zu meiner Lösung, das ist diese Chain-Methode. Ich hatte sie drinstehen, aber ich habe den passenden Iterator nicht gefunden, um sie da reinzuschreiben. Okay. Spezialfall abgefangen. Okay, also geht es meistens darum, dass ihr Sachen in einer Standardbibliothek nicht findet, die ihr gebrauchen könntet? Ja, okay. Also in diesem Fall bei mir. Ja, so, aber genau. Man muss natürlich erstmal auf die Idee kommen, überhaupt von über die Länge zu iterieren und das dann zu mappen. Ich glaube, das ist wieder schwer. Ja, okay, das stimmt natürlich auch noch. Du guckst mich die ganze Zeit lustig an, möchtest du irgendwas sagen? ich weiß nicht, also ich find's recht schwierig, überhaupt darauf zu kommen, was es alles so gibt und was man dann damit machen kann. Also das und die Aufgabe fand ich auch sehr schwer, überhaupt erstmal zu wissen, wie man das überhaupt machen kann. Dass man darüber guckt, weil dieses Windows zum Beispiel, ich wäre auch gar nicht darauf gekommen, dass es dieses Windows überhaupt gibt. Ja. So, auch wenn es vielleicht Sinn macht, aber keine Ahnung. Ja klar, genau. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte sogar, dass man sich das
vielleicht mal angucken möchte auf der Slice, weiß ich gar nicht. Dazu geschrieben, dass Slices irgendeine sinnvolle Methode implementieren. Ja, aber beim Suchen bin ich zum Beispiel nicht auf die Idee gekommen, dass Windows irgendwas mit dem, was ich will, zu tun haben könnte. Naja, okay. Ja, okay. Ich sehe ein, dass das vielleicht problematisch ist. Über Weihnachten wird es wahrscheinlich sehr, sehr wenig aufgeben. Falls ihr da noch irgendwie Zeit habt oder Lust habt, könnt ihr euch das ja nochmal angucken und selber nochmal überlegen. Es gibt recht viele solcher kleineren Aufgaben, die man gut mit Iteratoren lösen kann. Und ihr seht tatsächlich auch wirklich im Rust-Quellcode dauernd irgendwas mit solchen Iteratoren. Das sieht man sehr, sehr oft, weil es einfach so kleinere Sachen, also ich meine, das ist noch recht sinnlos, aber kann man eben sehr, sehr kurz ausdrücken. Weil was man vielleicht hierzu jetzt noch sagen sollte, ist, dass das laufzeittechnisch der Overkill ist. Das hätte man sehr viel geschickter machen können. Ja. Meine, was wir hier de facto machen, ist, wir iterieren von 1 bis okay, also ja. N-mal über das Teil, bauen uns die Iteratoren, hängen was da dran, bilden sie ab, rechnen sie mehr oder weniger aus, summieren sie auf, obwohl es, also das ist, glaube ich, mindestens quadratischer Aufwand, was ich hier sehe. Müsste ziemlich genau quadratischer Aufwand sein und es hätte gereicht, einfach einmal drüber zu gehen und sich die aktuell beste zu merken und immer zu gucken, bis was Negatives kommt und dann die nächste. Ja, genau, klar. Also gewesen. Viele Aufgaben waren auch wirklich laufzeittechnisch nicht schön mit diesen Iteratoren zu lösen. Andere Sachen waren hier aber auch wieder okay. Also klar, das geht auf jeden Fall besser. Ist auch ein recht bekanntes Problem eigentlich. Dann mache ich weiter. Würde ich vorschlagen. So, und hier solltet ihr mal einfach ein bisschen gucken, wie ihr mit Fold arbeitet. Das ist ja ein sehr, sehr mächtiges Tool, was aber nicht so ganz einfach zu verwenden ist, wie zum Beispiel einfach nur Sum oder sonst was. So, nicht alles angucken. Wenn wir Product implementieren wollen, also ihr hattet Glück, in der Dokumentation für Fold stand schon das Beispiel mit der Summe drin, das war natürlich ganz nett. Mit Product, da macht man es folgendermaßen, statt hier eine 0 reinzugeben, worauf man aufaddiert, also neutrales Element bezüglich Addition und Multiplikation, hier gibt man eine 1 natürlich rein. Und diesen Akkumulator, der da immer mitgeschleppt wird, also wo man so lange Zeit für Zeit sein Ergebnis auf, ja, nicht summiert, aber in diesem Fall irgendwie berechnet, hier wird immer dann mitgegeben und dann das aktuelle Element x und das multiplizieren wir einfach nur, um den neuen Akkumulator für die nächste Runde zu berechnen. Genau, und das ist eben ähnlich zu diesem Product. Wenn wir das Max berechnen wollen, dann machen wir es folgendermaßen, wir bekommen auch diesen Akkumulator rein und dann das x und ja gut, jetzt kann man entweder das manuell machen mit if-else oder man nutzt diese tolle Funktion aus der Standardbibliothek, die man natürlich auch erstmal kennen oder finden muss, klar. Aber mit if-else geht es genauso gut. Also man gibt einfach immer den größeren zurück als Akkumulator der nächsten Runde. Und all schließlich, da fängt man mit true an, weil man davon ausgeht, dass es erstmal wahr ist, bis man es für irgendein Element bewiesen hat, dass es nicht wahr ist. Und jetzt guckt man immer auf der Akkumulator, das ist das, der Wahrheitswert, den man gerade hat, der also der wird auf jeden Fall verlangt, dass der noch wahr ist, denn wenn es vorher schon mal irgendwie was verletzt wurde, dann kann es auch nie wieder gut werden. Und dann eben diese Bedingung, die man da reinschreibt. Irgendeine Bedingung halt. Ist natürlich jetzt auch hier wieder unschöner, denn all, also die richtige Methode all, würde abbrechen, sobald es das erste Element gefunden hat, worauf das nicht zutrifft, die würde jetzt hier nicht abbrechen. Aber es war eh nur mal so ein bisschen zum Spaß, damit man mal ein bisschen mit Fold lernt umzugehen. Keine Fragen? Wunderbar. Ja? Klar. Und zwar, also ich habe nicht so ganz verstanden, wozu man das Fold dann überhaupt in Real Life brauchen würde. Weil also das mit der Summe, ich habe versucht, das irgendwie für Fibonacci zu machen, also die Fibonacci mit diesem Fold. Weil das hätte ich überhaupt nicht hingekriegt. Und wofür könnte man das denn brauchen? Also letztendlich immer, wenn du vom Iterator, also von mehreren Teilen, zu irgendwas Einzelnen gehen möchtest, kannst du einen Adapter oder eine Funktion benutzen, die das irgendwie hinkriegt. Und da gibt es ein paar spezielle Funktionen, wie min, max, sum und sonst was. Aber fold ist die allgemeine Funktion dafür, die man immer verwenden möchte. Und man kann sich vorstellen, irgendwie, man möchte öfters mal von einem Iterator nur zu einem Element kommen, zu irgendwie einem Ergebnis oder sonst was. Tatsächlich sind die meisten Fälle schon von Sum, Product und so weiter abgedeckt.
Mir fällt jetzt auch gerade kein echtes, kein Beispiel aus der echten Welt ein. Ja, ich weiß es gerade nicht. Ich war auch zu überlegen. Vielleicht fällt mir irgendwann nochmal eins ein, dann sage ich das vielleicht am Mittwoch. Aber durchaus ist es schon sinnvoll, so etwas Allgemeines, Generisches da zu haben. Aber oft benutzt man es nicht wirklich. Ne? Keine Frage diesmal. Und dann solltet ihr noch was komplett anders als Iteratoren programmieren, nämlich dieses Copy-Programm. Was jetzt auch funktioniert, ich kann euch das einmal zeigen. Oder ich weiß nicht. Erstmal kann man ja Cargo Install sagen. Genau, ich habe das schon installiert, dann sagt man -F, um es nochmal zu installieren. So, und jetzt kann ich einfach mycp ausführen und ohne Argumente gibt er mir einfach nur diesen Text aus, wie ich das zu benutzen habe. Und jetzt kann ich irgendwie mycp cargo tommel und irgendwie zu Peter. Und wenn ich. Habe ich hier. Na, was habe ich denn jetzt gemacht? Cargo.tommel ist da. Okay, gucken wir uns mal den Quellcode an. Es hat einmal funktioniert. Und zwar ist das Wichtige hier drin. Ach ja. Ach Mist, jetzt habe ich das schon verändert. Ich will nämlich gleich noch was dazu sagen. So, jetzt ist es wieder, wie es vorher war. Sehr gut. Vielleicht funktioniert es jetzt. Es hat was getan. Und hervorragend, in Peter ist das drin. Ich habe da gerade nur Last-Minute-Änderungen gemacht, die nicht mehr so gut waren anscheinend. Gut, wir gehen das mal kurz durch. Und zwar habe ich ja euch aufgetragen, zwei Funktionen zu schreiben, die selber nichts auf der Kommandozeile ausgeben, die also keine Ausgaben machen irgendeiner Art, sondern alles, was die zu sagen haben, irgendwie über Rückgabewerte zurückgeben. Also klingelt das schon mal irgendwie, ja, das hat wahrscheinlich was mit Result zu tun, denn da können ja Sachen schief laufen und was sollen wir sonst machen? Als allererstes gucken wir uns mal das hier an. Das ist diese parseArgs-Methode. Die gibt jetzt einen Result zurück von einem Tupel von Strings oder beziehungsweise ein Paar von Strings, weil wir brauchen ja immer nur so zwei Argumente und so einen args-Error. Den habe ich mir selber definiert hier unten. Was kann alles falsch gehen? Not enough args, too many args oder dass diese args nicht UTF-8 sind. Das kann irgendwie alles schieflaufen. Das merkt man natürlich nur so langsam, während man die Aufgabe eigentlich gerade programmiert. Also erstmal gucke ich über dieses args-OS. Das war in Ordnung, wenn ihr einfach nur args benutzt habt und dann panickt es halt, wenn nicht UTF-8 übergeben wird. Egal. Da zählt man erstmal die Argumente und sagt dann irgendwie, ja, nicht die richtige Anzahl von args. Sagt man einfach return. Und dann mache ich das mit Iterator-Magic mal wieder. Man kann es auch in diesem Fall ganz anders machen, das ist auch in Ordnung. Ich skippe das erste Element, was ja typischerweise immer der Executable ist. Dann nehme ich mir genau zwei Elemente daraus, was auch, weil ich es hier oben schon geprüft habe, alles sein sollte. Dann möchte ich diesen OS-String, das ist ein String, der vom Betriebssystem kommt und nicht unbedingt UTF-8 enthält, den möchte ich zum String umwandeln. Aber da kann was schief gehen und es ist eben so, dass da jetzt ein Result zurückkommt und mit dieser tollen Collect-Methode kann ich das in ein Result von einem Vektor collecten. Was mache ich hier? Achso, das ist nur ein bisschen komische Dinge, damit ich mir aus dem Vektor das erste und zweite raushole und dann sage ich nur noch MapError, falls irgendwas schief gegangen ist, dann soll das eben so ein NotUTF-8-Error sein. Soweit es gut ist, jetzt irgendwie Code halt, kann man sich zu Hause nochmal angucken. Es wird in der Main aufgerufen und wenn Error passiert, dann wird es in der Main ausgegeben, dieser Error. Und dann definiere ich mir diese tolle Methode print and exit, die nämlich irgendwie so einen Error ausgibt und dann System Exit 1 aufruft, also so einen Fehlerstatus an das System zurückgibt.
war auch nicht unbedingt verlangt, also keine Sorge, falls ihr das nicht gemacht habt. Und hier habe ich tatsächlich mal diesen Bottom-Type benutzt. Kann ich jetzt benutzen, weil irgendwie dieses Exit aufgerufen wird. Man benutzt es nicht oft, aber in diesem Fall war es tatsächlich sinnvoll. So, und jetzt das eigentlich Wichtige. Okay, vielleicht noch kurz erwähnt. Ich habe Display für meinen ARX-Error implementiert. Also ich kann den einfach ausgeben auf der Konsole. Das ist ganz nützlich gewesen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Prozess des Kopierens. Und zwar bekomme ich hier die Dateinamen rein von den beiden Dateien. Öffne die Datei jetzt immer und falls es nicht geklappt hat, return ich einen Error und so weiter. Und dann kann ich zum Glück einfach dieses IO-Copy aufrufen, was ein Reader nimmt und ein Writer und dann kann ich das einfach so rüberpipen, die ganzen Sachen. Das muss man natürlich auch dann erstmal finden, dass es so eine Methode gibt oder eine Funktion. Aber auch sonst kann man das. Ich habe schon andere Lösungen gefunden, die dann irgendwie über alle Zeilen iterieren und dann die Zeile immer da reinschreiben. Aber das ist natürlich schon bequemer. Das FS-Copy, ganz genau. Das dürftet ihr nicht benutzen, denn das wäre ja viel zu einfach gewesen. Das ist wohl wahr. Aber warum habe ich eigentlich diese Aufgabe gestellt? Das hätten wir ja schon vor längerer Zeit mal abgearbeitet, diese ganzen Themen. Und da kommen wir jetzt zu dem, was ich schon mal erzählen wollte, aber irgendwie vor 3 Wochen, als wir Error Handling betrachtet haben. So, und zwar geht es ja darum irgendwie, dass wir oft Fehler nach oben rechnen wollen. Und hier ist unsere Copy-Methode, Funktion. Ein bisschen vereinfacht. Und wir haben irgendwie diese beiden Sachen da drin und dann noch ein paar andere Sachen. Aber letztendlich diese beiden Blöcke. Und darunter kopieren wir noch. Und was uns natürlich auffällt, da haben wir ja schon doppelten Code drin. Also irgendwie, wir wiederholen dieses Early Return, was wir die ganze Zeit schreiben. Also wir wiederholen immer dieses Match. Wenn es okay ist, dann lass einfach das Match zu dem okay-Wert werden und sonst return wir den Error. Das wäre unser Early Return. Das wiederholen wir oft. Und es war noch eine recht kleine Aufgabe. Ihr könnt euch vorstellen, wenn immer irgendein Error passieren kann und ihr wollt den manuell nach oben weiterleiten, dann wird das ganz schön voll eure Funktion von so einem Code, der eigentlich nicht wirklich was tut. Das möchte man am besten irgendwie abstrahieren, damit man es nicht immer wiederholen muss. Und man fragt sich, vielleicht kann ich das in eine Funktion auslagern, diesen Code. Das ist ja der typische Weg, wie man sowas macht. Aber man merkt, dass das nicht möglich ist. Also es bringt nichts. Ihr könnt es gerne mal versuchen zu Hause, aber das wird nicht wirklich was bringen, denn man müsste beim Funktionsaufruf doch wieder genau diesen Code hinschreiben. Also das ergibt absolut keinen Sinn. Und die Lösung, ich wollte nur noch kurz sagen, diese Funktionen sind jetzt leider nicht mächtig genug. Das ist immer so, wenn man an die Grenzen seiner Werkzeuge stößt, Funktionen sind super, um Sachen zu abstrahieren, weil wir Code irgendwie weg abstrahieren können und in eine Blackbox stecken, aber die reichen jetzt hierfür nicht aus. Und ihr könnt vielleicht mal raten, was dafür ausreichen könnte, das sind diese komischen Makros, die wir schon öfters gesehen haben. Und die abstrahieren nicht so wie Funktionen, sondern auf Token- bzw. AST-Ebene. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Calculator-Aufgabe, da musstet ihr auch so einen Token-Stream erzeugen und dann vielleicht noch so einen Tree, so einen Syntax-Tree, den ihr dann irgendwann berechnet habt. Und diese Makros arbeiten eben auf dieser Ebene. Die bekommen Token rein und spucken Token wieder aus. Das hat aber nichts mit den typischen Funktionen zu tun. Das gucken wir uns sofort an. Aber ganz genau werden wir uns das natürlich erst im neuen Jahr angucken. Wir werden nicht noch heute Makros besprechen. Aber, und jetzt, um es endlich mal zu verraten, wir können diesen Codeblock umwandeln in das hier rein. Das ist ein Try, Ausrufezeichen, und da einfach nur das, was wir vorher in dieses Match reingegeben haben. Das macht genau dasselbe. Das ist in der Standardbibliothek definiert und man kann es immer benutzen, wie Println zum Beispiel. Wir gucken uns jetzt tatsächlich mal die Definition von Try an. Es hat jetzt schon was mit Makros zu tun, ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist erstmal, dass wir genau verstehen, was das macht und was das nicht macht. Wenn man Makros definiert, sagt man Macro Rules und dann irgendwie den Namen des Makros. Wie gesagt, wichtig wird es erst im neuen Jahr. Und dann hat man so man wandelt ein Token Stream um. Das ist es tatsächlich. Man bekommt hier auf der linken Seite irgendwie was rein, ein Token Stream. In diesem Fall sagen wir bekommen irgendeine Expression. Das reicht uns erstmal. Eine Expression ist nicht jetzt ein Token, sondern können mehrere Token sein. 3 plus 5 ist auch eine Expression. Egal, wir bekommen irgendeine Expression rein
und wandle die um in einen anderen Token Stream. Und wir wandeln das um in diesen Token Stream, der jetzt verdammt bekannt vorkommen sollte. Und zwar ist das einfach nur dieses Match, was genau das macht, was wir gerade gesagt haben, plus diese komische Convert-Zeile. Also das konvertiert einfach nur zwischen diesen Token Streams. Das ist nicht wirklich ein Funktionsaufruf oder sonstiges, sondern es werden einfach nur dieses Match wird immer eingesetzt, wo wir Try sagen. Das heißt, wir können diesen Early Return Schnipsel überall einsetzen und insbesondere macht dieses Try auch noch diese Konvertierung mit From. Wir erinnern uns vielleicht noch, Into und From, das waren so zwei Trades, die Konvertierung ohne Fehler beschrieben haben. Also wenn man immer einen Typ mit einem anderen konvertieren kann, dann sollte man eins dieser Trades implementieren. Und wir gucken uns mal an, wie man diese Konvertierung nutzen kann. Und zwar haben wir, möchten wir zum Beispiel eine Datei lesen und da sind jetzt wieder komma-getrennte Zahlen drin. Also wir bekommen irgendwie den Dateinamen rein und das geben wir jetzt zurück. Gut, wir möchten ein Result zurückgeben, aber was für ein Error-Typen? Wir haben jetzt mehrere Errors. Wir haben einen IO-Error oder wir können irgendwelche Path-Error haben, alles sowas. Also machen wir uns einen eigenen Error-Typen. Wir sagen, okay, wir haben einen eigenen Error-Typen und das kann irgendwie ein IO-Error sein, wo wir uns dann den IO-Error drin speichern, um mehr Informationen darüber zu haben, und das kann ein Format-Error sein, also irgendwie, dass das Format in der Datei falsch ist. Und da speichern wir uns dann den Parse-Int-Error drin. Soweit so klar, und dann machen wir da irgendwie so Sachen drin, zum Beispiel erstmal die Datei öffnen, das wäre ja ein Anfang. Und so würde das noch nicht funktionieren, denn dieses File-Open gibt da jetzt ein Result zurück mit einer Datei und einem Error-Typen IO-Error. Aber wir geben ja hier einen Number-File-Error zurück. Das klappt jetzt normalerweise nicht. Und so wird es auch noch nicht klappen. Aber wenn wir diese Implementation hinzufügen, zu sagen, Number-File-Error kann sich von einem IO-Error erstellen, das sieht dann so aus. Also es ist einfach nur eine Trade-Implementation, wo wir dann sagen, wenn der IO-Error reinkommt, dann sind wir vom Typ IO, also dieser Variant. Gut, dann haben wir diese Konvertierung angegeben und dann funktioniert das. Dann funktioniert eben auch dieser Code. Also es macht Try automatisch und das ist insbesondere sinnvoll für solche zusammengefassten Fehlertypen. Also man hat mehrere unterschiedliche Fehlertypen, die auftreten können und man möchte die jetzt irgendwie zusammenfassen. Also man möchte so einen Fehlertyp schreiben, der alles enthält. Dann kann man natürlich immer für alle einzelnen Errors, die man hier drin hat, eine From-Implementation schreiben. Und hier kommt man dann schon wieder in einen neuen Bereich, wo man sich fragt, möchte ich jetzt für jede Funktion, die ich schreibe, einen eigenen Error-Typen haben und sagen, was da für Fehler zurückkommen? Nein, möchte man natürlich nicht, das wäre viel zu viel Aufwand. Oft ist es so, dass ein Error-Typ in einer Library definiert ist. Irgendwie, wenn eine Library irgendwas macht mit HTTP oder sonst was, dann gibt es ja oft einen Error-Typen, der alles umfasst, der alle möglichen Fehler aller Funktionen umfasst. Es gibt aber auch da schon Libraries mit Makros, die es sehr, sehr einfach machen, solche eigenen Error-Typen zu implementieren. Und die automatisch schon diese From-Implementierung da unten generieren für einen und so weiter. Also da muss man deutlich weniger schreiben, um sich eigene Fehlertypen auszudenken. Aber da möchte ich jetzt nicht noch reingehen. Das heißt Error-Chain-Decrate. Ich schreibe das vielleicht kurz mal in die Tafel zumindest. Das ist auf jeden Fall irgendwie anscheinend sehr gut. Das macht dann die Fehlerbehandlung noch einfacher. Merken wir uns auf jeden Fall, der Fehlertyp muss nicht immer derselbe sein, solange der sich ineinander konvertieren lässt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und das wissen nämlich auch die noch nicht, die beim Praktikum dabei waren. Nämlich, es gibt eine neue Syntax dafür. Erstmal möchten wir kurz begutachten, dass dieses Try nur in einer Library definiert wurde. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Also das heißt, diese Makros, die wir da bauen können, die sind schon ziemlich mächtig. Wir können diese Abstraktion nur in unserer Library definieren und das muss nicht in der Sprache eingebaut werden. Das ist immer eine schöne Sache, wenn man weiß, ich muss jetzt nicht die Sprache erweitern, also ich muss nicht am Compiler rumbasteln, um eine gewisse Sache einzubauen, sondern ich kann mir die selber bauen. Typischerweise möchte man ja nie am Compiler rumfummeln und sich alles selber bauen. Man möchte alles können in der Sprache, aber nichts am Compiler ändern. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, aber es gibt zum Beispiel einen Nachteil der Schachtelung. Wenn ich mehrere Funktionsaufrufe habe, die immer ein Result zurückgeben, dann sieht das nicht besonders schön aus. Also gibt es eine neue Syntax dafür. Die gibt es auch erst ab 1.13, das war Oktober, ich glaube Anfang Oktober, nee, kann nicht sein, Mitte Oktober, glaube ich.
Und die ist neu, denn die Leute haben sich gedacht, also die Rust-Entwickler haben sich gedacht, dieses Try wird so oft eingesetzt, es ist so wichtig für Fehlerbehandlung, da können wir uns auch mal eine eigene Syntax für gönnen. Also da können wir tatsächlich mal einen Compiler rumfummeln, um das schöner zu machen für die Leute. Deswegen gibt es diese Fragezeichen-Syntax, die so aussieht. Man schreibt also hinter diese Expression, die ein Result liefert, einfach ein Fragezeichen. Und das entspricht dann genau Try, was dann wiederum dem Matchblock entspricht. Es macht sogar irgendwann noch mehr als dieses Try. Es ist, also die haben das nicht einfach nur eingebaut, um ein bisschen die Tipparbeit zu vereinfachen. Try ist zum Beispiel beschränkt auf Results. Man möchte aber vielleicht aber auch mit Options genauso umgehen. Und immer wenn ein None da ist, möchte man das nach oben schmeißen. Deswegen ist diese Fragezeichen-Syntax noch ein bisschen allgemeiner formuliert und bald wird es möglich sein, für seine eigenen Typen, die nichts mit Results zu tun haben, irgendwie da ein Trait zu implementieren, sodass man mit seinen eigenen Typen diesen Fragezeichen-Ding benutzen kann. Also da sind die schon ein bisschen schlauer gewesen, als nur eine Textersetzung zu machen. Und ab jetzt ist es auch immer angeraten, man möchte immer das Fragezeichen benutzen und nicht mehr Try. Muss ich mich aber auch umgewöhnen, wie gesagt, ist noch nicht allzu lange her, dass das passiert ist. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich echten Code mit Fragezeichen geschrieben, aber wir wollen es jetzt immer so benutzen. So, und hier nochmal der Code von vorhin. Das ist jetzt unsere Copy-Funktion und gut, die ist dann deutlich kürzer dadurch geworden. Wir haben nur noch ein Zeichen zusätzlich, dass da ein Fehler passieren könnte. Das ist jetzt nicht unbedingt viel schlimmer als in diesem, viel schlechter als in diesem Exception-System. Also das ist deutlich eleganter geworden durch die Fehlerbehandlung. Gibt es dazu Fragen? Gut, dann wisst ihr auf jeden Fall jetzt Bescheid, wie ihr immer Results nach oben weitergibt, gebt. Und immer wenn ihr Fragezeichen seht, dann wisst ihr, was da gerade passiert. Und jetzt werden wir uns wieder ein bisschen den Closures zuwenden. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange wir dafür brauchen, aber das wird dann unser letztes Thema sein. Das werden wir noch eben abschließen, das mit den Closures. Und dann werden wir ganz am Ende noch kurz über die Abschlussprojekte reden. So, also wir waren, oder ich fange erstmal hiermit an, das ist einfach nur ein kleiner Tipp. Wenn ihr eine Variable von einer Variable und auch von einer Expression einen Typ herausfinden möchtet, wie macht ihr das? Es ist natürlich einfach zu sagen, Compiler sagt mir das mal, indem man ein Type-Mismatch auslöst. Also man schreibt etwas hin, was offensichtlich falsch ist, weil die Typen nicht passen, und dann sagt der Compiler, ja, das habe ich auf der linken Seite, das habe ich auf der rechten Seite, warum hast du das falsch gemacht? Und so hat man seine Informationen, die man haben möchte. Das kann man zum Beispiel, indem man einfach beim Let-Binding einen falschen Typen annotiert, explizit. Und da bietet sich zum Beispiel Void an, also Unit heißt ja irgendwas, weil die wenigsten Expressions sind irgendwie vom Typ Void, sondern die meisten haben irgendeinen sinnvollen Wert. Deswegen kann man das ganz gut so machen eigentlich. Also wir wollen es ja auch nicht mal an den Namen binden, das ist komplett egal. Sagen nur, das ist vom Typ Void, was wir hier links haben, und dann irgendwie ein Foo auf der rechten Seite. Dann sagt der Compiler schon, das geht so nicht. Und dann kommen wir den Typen von Foo raus. Wir können es aber noch ein klein bisschen einfacher machen, und zwar so. Das ist jetzt keine spezielle Syntax in Rust. Das ist jetzt das Interessante daran. Das ist ein Pattern, das wissen wir ja schon. Und zwar ist das so ein Pattern, wie als wenn wir schreiben würden, let 3 gleich foo. Aber was ist denn eigentlich das Problem mit let 3 gleich foo? Selbst wenn foo jetzt vom Typ I32 wäre. Ja? Preiskonstant. Ja, was für eine Art von Pattern ist das dann? Wisst ihr noch, wie das genannt wurde? Ja? Ein refusable Pattern? Refutable Pattern. Refutable. Also das heißt, dieses Pattern matcht natürlich nicht immer offensichtlich. Ja, wenn das auf der rechten Seite nicht 3 ist, dann matcht dieses Pattern nicht. Aber was ist denn, wenn wir da Dings hinschreiben, wenn wir da Void hinschreiben? Dieses Pattern ist irrefutable. Denn wenn das auf der rechten Seite auch Void wäre, wäre das in Ordnung. Denn dieses Void ist der einzige Wert von Void. Also Void hat ja nur einen Wert. Wir erinnern uns an die Typentheorie, in der Void-Menge ist nur ein Wert drin, dieses Void annehmen kann. Und deswegen ist das irgendwie irrefutable und das funktioniert so. Könnt ihr euch einfach nur merken. Einfach immer nur let, Klammer auf, Klammer zu, gleich irgendwas schreiben und ihr bekommt den Typen von diesem irgendwas raus. Der Compiler sagt nämlich dann sowas.
irgendwie, okay. Dieses Foo war jetzt eine Option F64 anscheinend und auf der linken Seite habe ich dann Void gefunden, auf der rechten Seite irgendwie was anderes. Sehr gut, kleiner Trick. Nur. Und jetzt wenden wir uns wieder Closures zu. Wir hätten ja ziemlich viele Anwendungsfälle geregelt und besprochen. Jetzt möchten wir aber herausfinden, wie diese Closures eigentlich implementiert sind und was es mit diesen komischen FN-Traits auf sich hat. Denn FN-Mute haben wir jetzt schon öfters gesehen, was uns ein bisschen verwirrt hat bisher. Und das Erste, um ein bisschen über Closures herauszufinden, ist natürlich herauszufinden, was für einen Typ Closures haben. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, einfach zu sagen, ja klar, das ist der Typ FN, blablabla. Das haben wir doch schon gesehen. Nee, das ist ein Trait. Traits sind jetzt nicht Typen, sondern diese Closure hat jetzt einen Typen, der dieses Trait implementiert, aber wir können das nicht einfach so hinschreiben. Da muss schon ein richtiger Typ stehen und nicht ein Trait. Obwohl wir diese Aussage noch ein bisschen auflösen werden, wenn wir uns um Trait-Objects im neuen Jahr kümmern. Das geht auf jeden Fall nicht. Das ist kein konkreter Typ hier. So, und ja, dann finden wir es halt heraus. Sag uns mal Bescheid, Compiler. Und was sagt uns der Compiler dann? Ich habe Void gefunden und auf der rechten Seite ist aber Closure at foo rs Doppelpunkt 2 und so weiter. Also, damit können wir nichts anfangen. Da fragen wir uns vielleicht, was ist das bitte für ein Typ? Und auch wenn man den genauso abtippt in Quellcode, wird man Syntaxfehler bekommen, keine Sorge. Das ist irgendwie kein Typ, in den wir da hinschreiben können. Und das ist jetzt eine kleine Besonderheit bei Closures. Ja. Es gibt keinen einen Closure-Typ, den jede Closure hat, sondern der Compiler generiert einen Typ für jede Closure, die wir irgendwie definieren. Das heißt, jede Closure hat einen eigenen Typen. Und insbesondere gibt es einen tollen Namen für diese Art von Typen, nämlich Voldemort Types. Warum? Ja, he who cannot be named. Und das ist kein Witz, die heißen wirklich so. Das kommt ursprünglich aus der D-Programmiersprache. Es gibt eben Typen, die man nicht hinschreiben kann im Quellcode. Zum Beispiel in Rust diese Closure Types. Also, fragen wir uns vielleicht, was wir dann überhaupt damit machen. Und das beantwortet übrigens auch so ein bisschen deine Frage, warum wir nicht einfach den Typ der Closure als Argument akzeptieren können. Wir können den Typen nicht dahin schreiben. Das geht einfach nicht. Deswegen müssen wir es immer über diese Traits machen. Wie werden nämlich Closures implementiert? Warum wird überhaupt ein Typ erzeugt für jede Closure, die wir hinschreiben? Wenn wir sowas hinschreiben, also eine recht einfache Closure, dann passiert folgendermaßen, oder passiert Folgendes. Erstmal wird so ein leeres Struct, also in diesem Fall ein leeres Struct, erzeugt. Und nochmal der Hinweis, das ist nicht exakt der Code, der generiert wird, aber wir können es uns vorstellen, was da richtig passiert. Und für dieses Struct oder für diesen Typ wird jetzt FN implementiert. Das war dieses Trait, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Die Implementation ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtig ist nur, was hier drin steht. In dieser Call-Methode steht jetzt irgendwie args 0.2 drin. Und wir bekommen hier diese args rein als Tupel. Und da ist das nullte Element eben dieses n. Und da sagen wir einfach plus 2. Da kommt noch ein bisschen mehr, was wir jetzt erstmal ignorieren. Also das ist letztendlich nur eine ganz normale Funktion. Wir bekommen unsere args rein und machen irgendwas mit diesen args und geben das zurück. Insbesondere nutzen wir nicht self. Das ist vielleicht schon mal interessant. Hier ist dann noch ein self-Parameter bei dieser call-Methode, aber den nutzen wir nicht. Ich hoffe, das ist erstmal klar. Wenn jetzt fn ein normales Trait wäre, könnte man das irgendwie recht einfach implementieren. Wir gucken uns mal ein paar mehr Sachen an. Und zwar wollen wir es jetzt interessanter machen, denn wenn der Typ immer leer ist, müssen wir uns nicht einen neuen Typen generieren für jede Closure. Wir gucken uns jetzt an, was passiert, wenn wir auf unser Environment zugreifen. Das hat man ja gesehen, das ist möglich. Da passiert nämlich die eigentliche Magie, sonst könnten wir auch die ganze Zeit normale Funktionen benutzen, wenn wir die Environment nicht einbeziehen würden. Und was dann passiert, in diesem Struct, der generiert wird, ist eben eine Referenz auf dieser Environment drin. Nochmal hier der Hinweis, eigentlich müsste man hier Lifetimes annotieren, aber das lassen wir weg bis ins neue Jahr. Wir können uns vorstellen, dass eben in diesem Struct diese Referenz auf dieses A gespeichert ist. Wir müssen uns da irgendwie in unsere Environment speichern. Und dann implementieren wir wieder dieses Trait und hier sagen wir dann plus self.ref a. Also da greifen wir dann endlich mal auf self zu. Also in einem Typ der Closure wird die Environment gespeichert. Das habe ich gerade gesagt. Und hier fragt man sich vielleicht schon, wie übergeben wir jetzt eigentlich self?
hier steht ja irgendwie, ein immutable borrow of self bekommen wir rein. Was heißt das genau und was hat das für Auswirkungen? Es gibt ja noch mehrere Typen, wie wir self übergeben können. Und jetzt gucken wir uns noch ein zweites Beispiel an. Nämlich, wenn wir das wieder hier haben, das haben wir schon letztes Mal gesehen. Wir haben irgendwie so einen Vektor, also einen Nicht-Copy-Teil. Und wir möchten diesen Vektor in dieser Closure haben und ihn zurückgeben. Das heißt, diese Closure, die ist jetzt eine Funktion irgendwie, die einen Vektor zurückgibt. Nicht als Referenz, sondern einen Vektor direkt. Wie wir schon beim letzten Mal gesehen haben, können wir hiernach dann dieses V nicht mehr benutzen. Denn das V ist ja irgendwie weg und gehört jetzt der Closure. Und wir können die Closure aufrufen und dann unseren Vektor zurückbekommen. Was passiert jetzt damit? Gut, ich habe es gerade schon gesagt. Irgendwie ist der Vektor jetzt da drin gespeichert, denn die Closure besitzt jetzt diesen Vektor. Ich kann V nicht mehr benutzen, denn das ist jetzt in der Closure drin, weil die Closure eben ihre Environment speichern muss und wenn die Closure ihre Environment besitzen möchte, wie in diesem Fall dieses Vektors, dann muss eben auch dieser Vektor direkt in dieser Closure gespeichert sein. Und wenn wir uns jetzt die Implementation angucken, stellen wir fest, dass es hier irgendwie Probleme gibt. Wir bekommen hier keine Args rein, möchten auf dieses Self-V zugreifen und möchten das gerne zurückgeben, also die Ownership weggeben. Aber das geht natürlich schlecht, weil wir hier nur ein immutable borrower of self reinkriegen. Also das ist irgendwie ein Problem dann. Also nochmal die Frage, wie wollen wir self übergeben? Anscheinend geht das so nicht. Wir können jetzt nicht einfach nur self als immutable borrower reingeben. Okay, und dafür gibt es eben diese drei FN-Traits, wo wir eins schon, oder zwei letzte Woche schon gesehen haben. Es gibt das ganz normale FN-Trait. Da sehen wir, self wird als immutable reference übergeben. Dann gibt es fnmute. Und ihr könnt euch vorstellen, da wird self als mutable reference übergeben. Und dann gibt es noch, das haben wir noch nicht gesehen, fnonce. Da wird self als, also mit der ownership übergeben. Fnonce ist dafür da, wenn wir die environment konsumieren möchten. Das wäre also in dem Fall gerade sinnvoll gewesen, wenn wir unseren Vektor irgendwie konsumieren möchten und dann später was damit anstellen. FNmute ist eben, wenn wir das Environment verändern möchten. Und FN ist für alles da. Aber das war jetzt komplett falsch ausgedrückt eigentlich. FN ist natürlich nur dafür da, dass man den Environment liest, aber ist eben für den Rest da. Jetzt kleine Frage. Wenn wir uns wieder so ein Venn-Diagramm aufmalen würden, gibt es irgendwie, also gibt es da Subsets und Supersets? Ist irgendwie alles, was FNmute implementiert, auch ein FN oder andersrum? Könnt ihr mal kurz überlegen, wie wir das Venn-Diagramm-mäßig aufschreiben möchten. Ja. Alles, was ein Nee. Leider nicht. Denn, also es ist schwierig, da komme ich auch immer durcheinander, aber wenn wir fnmute implementieren, oder? Moment, ich decke es mal auf. Dann könnt ihr mitdenken. Das ist richtig, das weiß ich. Ja, du hast recht, ne? Okay, gut, dann habe ich doch richtig gedacht. Also es ist genau diese Reihenfolge, ja? Also fnonce ist irgendwie das, was die meisten Sachen implementieren. Denn etwas, was ich mit einer immutable reference aufrufen kann, kann ich natürlich auch dann irgendwie einmal mit einer, nur einmal aufrufen und mit dieser by value. Wir werden das gleich noch sehen. Das Komplizierte daran ist immer, dass man aus zwei Perspektiven gucken muss. Wir werden das nachher noch besser verstehen. Einen Moment. Wir gucken uns jetzt mal an, was für Einschränkungen es bei diesen unterschiedlichen Traits gibt. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Funktion, die nimmt wieder irgendwie ein Funktionsding, was fnonce implementiert. Und die können wir aufrufen, aber die können wir nicht nochmal aufrufen. Denn dieser Operator mit den runden Klammern, der ruft ja jetzt diese Call-Methode auf und übergibt self by value. Also die Ownership von f ist dann weg. In der Methode drin. Kann man sich ja vorstellen, wenn wir irgendwie dieses Vektorbeispiel von vorhin nehmen, können wir nicht diese
Closure immer wieder aufrufen, um immer wieder einen neuen Vektor zurückzubekommen. Wir können es nur einmal machen. Daher kommt auch der Name. Ja, also fn once nur einmal aufgerufen. Wenn wir einen fn mute haben, dann können wir sehr wohl das zweimal aufrufen, denn wir können ja ohne Probleme zweimal eine mutable reference drauf bilden, denn die erste mutable reference verschwindet natürlich wieder nach dem ersten Aufruf. Aber, und hier fehlt immer so an guten Beispielen, das habe ich gerade gesagt, es fehlt immer an guten Beispielen, wofür man fn mute nicht benutzen kann. Man kann sich vorstellen, wenn man mehrere Threads hat, die diese eine Funktion immer aufrufen, ohne sich zu synchronisieren, möchte man das gerne nicht als mute haben, damit jeder Thread irgendwie immutable darauf zugreifen kann. Das ist der Trick dabei. Und hier ist das Wichtige, also fn ist am flexibelsten für den Aufrufenden von dieser Closure. Jetzt gucken wir mal von der anderen Seite, denn wir fragen uns ja immer, welches fn-Trade wollen wir benutzen, wenn wir so eine Closure akzeptieren möchten. Und da muss man immer abwägen, was brauche ich und was erlaube ich dem Nutzer meiner Funktion. Wenn wir hier diese Methode haben, die heißt call twice und macht genau das, was sie verspricht, und im Moment ist das gebounded, dass es ein fn ist. Was ich jetzt nicht machen kann, als Nutzer dieser Funktion, das hier. Ich kann ja hier nicht irgendwie in dieser Closure, die zweimal aufgerufen wird, meine Environment verändern. Denn hier wird ja eine fn-Closure verlangt. Und wenn hier eine fn-Closure verlangt wird, kann es ja sein, dass call twice sogar zwei Threads aufmacht und irgendwie diese Threads, ohne sich zu synchronisieren, möchten auf diese fn zugreifen. Wird nicht gemacht, aber könnte passieren. Also das geht nicht. Aber wir können mit dieser Implementation natürlich unsere Trade-Bounds ein bisschen aufheben. Wir können einfach sagen, wir akzeptieren einen fn-mute. Denn das funktioniert noch genauso mit unserer Implementation. Und der Nutzer kann das jetzt machen. Jetzt kann er da eine mutable fn reingeben. Er merkt auch, dass man hier noch einen mute vor das f schreiben muss, denn man verändert ja möglicherweise dieses f, also muss das mutable gebounded werden, gebindet. Englisch ist immer schön. Das nur als eines Beispiel. Und jetzt gucken wir uns noch was anderes an. Wenn wir eine Funktion ausschreiben wollen, die eine Option nimmt, und wenn diese Option none ist, dann soll eine Funktion aufgerufen werden, die den Wert, den Alternativwert zurückgibt. Ihr kennt ja alle unwrap or. Das ruft man in der Option auf und da wird man einen Alternativwert direkt reingeben. In diesem Fall möchten wir das jetzt noch ein bisschen komplizierter machen und wir sagen, der Alternativwert wird nicht direkt angegeben per Argumentenliste, sondern wir geben eine Funktion an, die diesen Alternativwert zurückliefert. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn dieser Alternativwert schwierig zu berechnen ist. Denn wenn wir unwrap or und dann diese Berechnung vom Alternativwert dahinschreiben würden, würde die Berechnung ja auf jeden Fall ausgeführt werden, egal ob jetzt ein None drin ist oder nicht. Wenn wir eine Funktion übergeben, dann würde diese Funktion nur ausgeführt werden, wenn ein Alternativwert gebraucht wird. Egal, könnt ihr euch nochmal in den Docs angucken. Auf jeden Fall sagen wir, dass unsere Funktion jetzt fnmute sein muss. Und was wir machen, ist hauptsächlich das. Das ist die Implementation recht einfach. Also wenn in der Option was drin ist, dann nehmen wir diesen Wert und sonst rufen wir einmal diese Funktion auf. So, was kann der Nutzer jetzt wieder nicht machen? Nämlich dieses Beispiel hier. Wir haben wieder unseren Vektor. Der Nutzer könnte jetzt nicht als Default-Wetter diese Closure diese Closure da angeben. Denn diese Closure möchte ja ihre Environment konsumieren. Das heißt, das wäre wieder nicht erlaubt, hier hat der Nutzer nicht genug Rechte oder Möglichkeiten. Aber hier fällt wieder auf, wir können auch hier in der Funktion eine fn-once akzeptieren. Das würde uns ausreichen. Wir rufen es ja nur einmal aus. Da wir es sowieso nur einmal aufrufen, reicht uns eine fn-once vollkommen aus. Und wenn wir hier fn-once hinschreiben würden, dann könnte der Nutzer auch genau das machen. Also es geht darum, auf dieser Linie von fn zu fn1s abzuwägen, wem das gut tut. Diese fn bedeutet viel Freiheit für den Closure-Aufrufenden. Ich habe jetzt meine Closure in der Hand. Ich weiß, dass das eine fn-Closure ist. Das heißt, ich könnte die sogar an alle Threads verteilen und von überall aufrufen. Ich habe jetzt viel Freiheit, weil diese Closure eben ein sehr, sehr strenges Trade-Bound erfüllt. Aber das heißt jetzt auch wenig Freiheit für den Closure-Autoren, der diese Closure schreiben muss.
Denn der muss natürlich jetzt darauf achten, dass das eine FN-Closure ist, dass die Closure die Environment nicht bearbeitet oder sogar konsumiert. Das kann der Nutzer dann nicht machen. Auf der anderen Seite ist es bei den FN1s wenig Freiheit für den Aufrufenden. Ich habe jetzt eine Closure, ich weiß, dass das FN1s ist. Ich kann die nur einmal aufrufen. Das war's. Also ich kann nicht viel mit der Closure anfangen. Aber natürlich kann der Nutzer jetzt alles machen, was er möchte. Der Nutzer kann sogar seine Environment konsumieren. Das ist immer das, was man abwägen muss. Und da gibt es eine recht einfache Regel. Man macht es so, dass man das so stark einschränkt, wie es nötig ist für die Implementation meiner Funktion, aber sonst so freizügig wie möglich. Also damit wir dem Nutzer möglichst viele Möglichkeiten auch geben. Denken an unser Call Twice. Wir können dann nicht auf FN1s bounden, denn offensichtlich müssen wir es zweimal aufrufen, diese Closure. Das würde uns nicht ausreichen. Aber nur auf FN zu bounden, würde den Nutzer zu sehr einschränken. Also wir möchten genau das nutzen, was wir gerade so nutzen können, zum Beispiel FN-Mute in dem Fall, und dann dem Nutzer noch so viele Möglichkeiten geben, wie er gebrauchen kann. Da müsst ihr vielleicht ein oder zwei kleine Sachen über Weihnachten mal programmieren, dass man das ein bisschen lernt. Jetzt sind noch ein paar Beispiele dazu. Iterator Map, vielleicht erinnert sich sogar einer, oder wer möchte herleiten aus dem bisher Gelernten, was diese Iterator Map Methode wohl für eine Closure verlangen wird. Nee. Man braucht ihn ja nur einmal sehen und dann. Also. Nein. Also, wer möchte FN, der. Ja? FN dann. Auch nicht. Tut mir leid. Möchte irgendjemand anderes was sagen? Ich glaube, jetzt weiß es jeder. Ich glaube auch, aber vielleicht mit Erklärung. Nein, okay, ich erkläre es kurz. Also, FN Mute wird da verlangt. Warum? FN1s reicht erstmal nicht auf. Diese Closure wird ja für jedes Element des Iterators einmal aufgerufen. Ja? Jedes Element wird einmal in die Closure reingesteckt und das Ergebnis aus dieser Closure wird dann im neuen Iterator rausgegeben. Ich schreibe nochmal ein Beispiel an. Also wenn ich irgendwie 1 bis 3 habe und da irgendwie sage Map i mal 2, wird diese Closure doch zweimal aufrufen, nämlich einmal für das Element 1 und einmal für das Element 2. Also die wird für jedes Element aufgerufen, also reicht mir als Autor von Map, reicht mir FN1s nicht aus. Aber FN muss ich auch nicht verlangen, denn FN-Mute reicht eben aus und ich möchte es auch nicht an mehrere Threads schicken. Also, das ist bei fast allen Iterator-Methoden so. Wir können da irgendwie FN-Mute akzeptieren. FN-Once reicht eben nicht aus, weil ich mehrere Elemente habe. Wenn ich diesen Vektor habe und würde ja sowas probieren, das heißt, ich möchte irgendwie alle Elemente von 1 bis 98 und die möchte ich mappen und ignoriere das Element komplett, aber gebe diesen Vektor zurück. Also wie soll das auch funktionieren? Ne? Das geht jetzt eben nicht. Denn da würde ich meine Environment konsumieren und das wäre dann eine FN-Once-Closure. Und wie gesagt, wie sollte das auch funktionieren, dass wir auf einmal dann 99 Vektoren haben am Ende, obwohl wir nur mit einem gestartet sind, ohne dass wir den Vektor jemals geklont haben. Das klappt irgendwie nicht. Was aber sehr wohl klappt, ist, wenn wir das explizit klonen und dann noch die Klammern hinschreiben. Warum ist der Beamer schon wieder aus? Achso, ist er gar nicht. So. Ich verbessere es zu Hause. Das war dazu und vielleicht noch als kleiner Hinweis, diese FN ist nur sehr, sehr selten notwendig. Ihr könnt euch das schon vorstellen, ich sage immer irgendwas Komisches mit Threads und gleichzeitig zugreifen. Das passiert nicht so ganz oft, dass ihr das schreiben müsst. Meist wollt ihr bounden auf FN-Mute oder FN-Once. Und da zu entscheiden, ob ich die Closure einmal oder mehrmals aufrufen muss, ist noch recht einfach. Also es ist gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Und typischerweise ist es im Übrigen auch so, dass ihr, wie auch bei anderen Trades, einfach eure Methode einfach mal runterprogrammieren könnt und dann kompilieren könnt. Und dann sagt der Compiler schon, das kann ich aber nicht machen, das kann ich aber nicht machen. Und dann sagt ihr, ach ja, ich muss noch dieses Feature verlangen vom Typen und dieses Feature.
Und der Compiler wird euch auch genau hierbei helfen. Also wenn ihr euch ganz unsicher seid, fangt einfach mit FN1s an und der Compiler wird dann schon meckern, wenn FN1s euch nicht ausreicht. Wie ist es mit Optional Map? Möchte da jemand was zu sagen? Was wird das wohl für eine Closure verlangen? Wir hatten eine Option und möchten auch das innere Element verändern. Da reicht uns dann FN1s. Denn wir rufen diese Closure nur einmal auf, dann in dieser Option ist nur ein Element drin. Und hier ist nochmal ein Beispiel dazu. Also hier könnten wir dann eben diesen Vektor konsumieren. Und dann würde hier dann am Ende Sum und dann dieser Vektor rauskommen. Und wie gesagt, FN nur, wenn man komisch mit mehreren Threads gleichzeitig und so weiter und so fort, passiert nicht so ganz oft. Ein Beispiel, was eventuell ein bisschen konkret ist mal, ist, wenn man einen Webserver hat. Es gibt da einen Webserver Ion, der ist in Rust programmiert und den kann man ganz nett nutzen. Und da übergibt man eben so eine Closure, die die ganzen HTTP-Requests behandelt. Also man bekommt quasi so einen Request rein, wo jetzt mehrere Daten drin sind. Was hat er mir für Argumente geschickt? Also was für Get-Daten, was für Post-Daten und woher kommt überhaupt dieser HTTP-Request? Und diese Closure gibt dann einen HTTP-Response zurück, also irgendwie hauptsächlich einen String, der dann diesen HTTP-Körper, diesen WW, den HTML-Körper darstellt. Und hier ist es eben so, der Webserver möchte am besten das auf mehreren Threads ausführen, damit das recht schnell ist. Deswegen wird da eine FN-Closure verlangt. Fragen dazu? Sind wir nämlich dann am Ende mit dem eigentlichen Stoff. Dann gibt es nur noch eine kurze Jahreszusammenfassung, um nochmal kurz ins Kopf zu rufen, was wir alles gemacht haben. Wir haben also bisher irgendwie die ganzen Typen kennengelernt, die wir benutzen können mit Methodensyntax. Wir haben das Modulsystem kennengelernt, insbesondere hier herauszuheben, wir können externe Crates einbinden und da gibt es jede Menge von. Wir können also irgendwelche Funktionalität uns sehr einfach in unser Programm reinholen. Das Ownership-System haben wir uns halb angeguckt, allerdings noch ohne Lifetimes, aber bis jetzt hat es ja erstmal mehr oder weniger ausgereicht. Außer ihr seid jetzt immer bei den Hausaufgaben auf 300 Lifetime-Fehler gestoßen, ich hoffe nicht. Dann haben wir Error-Handling uns ein bisschen angeguckt, was natürlich immer wichtig ist in jeder Programmiersprache. Generics und Traits haben wir jetzt letztens erst gemacht. Da haben wir auch schon recht viel mit Spaß gehabt. Und diese Closures haben wir jetzt am Ende behandelt, die auch ein zentraler Part in Rust sind. Und wozu das jetzt eigentlich führt, ist, dass wir fast alle APIs nutzen können, bisher schon. Also immer wenn ihr irgendeine externe Crate einbinden wollt oder in der Standardbibliothek guckt, verstehen wir fast alle Funktionssignaturen, wenn wir lange genug draufschauen. Und wir können auf jeden Fall jede API benutzen. Und das ist erstmal schon ein großer Schritt, den ich jetzt vor Weihnachten schaffen wollte. Wir können fast alles benutzen und das ist schon mal irgendwie, das gibt uns sehr viel Power, mit Rust umzugehen. Und nach Weihnachten geht es dann weiter mit den eher schwierigeren Sachen. Und da lernen wir aber nochmal wirklich Rust nochmal, da lernen wir, wie gut Rust in einigen Teilen eben ist. Erstmal gucken wir uns kurz Markus an. Das hat dann eher was damit zu tun, dass wir was Neues kennenlernen, aber danach geht es eher um Sachen, die wir schon mal irgendwie gesehen haben, aber jetzt nochmal uns im Detail angucken. Zum Beispiel Lifetimes und alles, was im Speicher umherfliegt. Also wir gucken uns wirklich an, wie die Sachen eigentlich im Speicher liegen, was in C zum Beispiel immer vorausgesetzt ist, dass man das weiß. Und in Rust hilft das auch schon sehr gut. Da werden wir über Sachen wie dem Heap und den Stack und sonstige Sachen lernen, die natürlich auch sehr verwandt sind mit dem Lifetimes. Also es hat sehr viel miteinander zu tun. Und wir gucken uns natürlich auch an, wie wir mit mehreren Threads in Rust arbeiten und wie wir sehr einfach parallele Programme schreiben können. Und insbesondere sichere parallele Programme. Aber wie gesagt, das kommt alles im neuen Jahr. Dann nur noch ganz kurz zu den Abschlussprojekten. Nochmal zur Erinnerung. 3 bis 5 Personen solltet ihr euch irgendwie zusammenfinden. Passt natürlich gut mit 2 Gruppen. Und ihr solltet so ungefähr eine Woche Praktikumszeit daran investieren. Das sind also ungefähr, wenn ihr im Praktikum irgendwie 8 Stunden am Tag rumsetzt, dann ist das eine Woche, 5 mal 8. Und jetzt habe ich hier so ein paar Projektideen mal aufgeführt. Die sind natürlich nur sehr grob spezifiziert, aber nur um euch mal ein bisschen Anregung zu geben. Eine Idee, die ich hatte, ist, dass man sich ein Command-Line-Tool schreibt, um
Dateien von gewissen Webseiten runterzuladen. Hauptsächlich zum Beispiel Videodateien von Webseiten wie YouTube oder Vimeo. Ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung habe, ob das illegal ist, von YouTube zum Beispiel was runterzuladen. Also ernsthaft, ich weiß es nicht. Aber von anderen Seiten vielleicht nicht. Dann dürft ihr es natürlich nicht machen mit YouTube. Zumindest nicht in diesem Kurs. Aber man könnte sich sowas vorstellen. Das ist natürlich irgendwie schon sinnvoll, dass man sowas machen kann. Da gibt es ja auch jede Menge anderer Tools. Es gibt auch bestimmt Webseiten, wo man schon schnell was runterladen möchte, aber die nicht unbedingt illegal sind. Also wenn man nicht WGET benutzen möchte und genau das runterladen möchte, dann möchte man irgendwie so ein anderes Tool haben. Achso, und das Wichtige hier vielleicht ist noch dran, nur runterladen ist ein bisschen langweilig. Man müsste da schon ein bisschen bessere Infrastruktur aufbauen, dass man sich in der Kommandozeile unterschiedliche Qualitäten aussuchen kann. Ich möchte jetzt irgendwie Full HD bei YouTube runterladen oder immer die beste Qualität oder irgendwie sowas. Dann gibt es ein Programm CA-FUN. Wer hat Systemwissenschaften gemacht? Okay. Das ist ein Programm, da kann man zelluläre Automaten simulieren. Kennt ihr zufällig Game of Life? Das ist ein zellulärer Automat, ein 2D-zellulärer Automat, der jetzt eine bestimmte Regel hat, wonach man den simuliert. Und dieses CA-FUN ist ein grafisches Programm, wo man jetzt irgendwie Regeln eingeben kann, in XML. Wir würden es natürlich nicht in XML machen, sondern irgendwie schöner. Aber es soll auch hier das Ziel sein, man gibt irgendwelche Regeln ein, in irgendeiner Sprache, und dann soll dieser Automat formuliert werden. Kann man sich ja nochmal zu Hause angucken, weil, wie dieses CA-FUN genau funktioniert. Ich kenne es auch nicht so gut, ist nur eine grobe Idee. Ihr könnt natürlich auch irgendeine Library bauen, es muss nicht immer eine Executable am Ende sein. Natürlich ist es für die meisten eher interessant, eine Executable zu haben, die irgendwas macht, anstatt dass man nur eine Library hat, die von anderen genutzt werden kann. Oder irgendein kleines Spiel zum Beispiel auch. Das geistert typischerweise auch, dass man irgendwie so ein kleines Spiel baut. Aber da ist ein klein bisschen das Problem, ohne dass man da was über Computergrafik weiß, ist es teilweise recht schwierig. Soweit ich weiß, gibt es noch keine Library in Rust, die sehr einfach das macht, Grafik anzuzeigen. Die einzigen Libraries, die wir so haben, geben halt guten Zugriff auf solche Schnittstellen wie OpenGL oder sonst was. Aber ohne Computergrafik zu haben oder irgendwas mit OpenGL gemacht zu haben, habt ihr eher Schwierigkeiten, das zu machen. Also das ist natürlich noch ein ganz anderer Themenbereich, der nichts mit Rust zu tun hat, sondern erstmal OpenGL zu verstehen. Wenn ihr es könnt, gerne, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich werde aber wahrscheinlich noch mal ein bisschen recherchieren, ob es nicht doch eine Library gibt, wo man nicht großartig Wissen über Computergrafik braucht, um ein Spiel zu bauen. Oder ihr könnt natürlich auch ein Spiel mit einer Kommandozeile bauen. Wie gesagt, da könnt ihr ein bisschen überlegen. Alle Ideen, die irgendwie behandelt werden müssen, wollen, die sollen mit uns besprochen werden. Also wir wollen uns einmal mit euch hinsetzen kurz und wenigstens die Idee durchsprechen und dann irgendwie sagen, okay, das muss implementiert werden, das muss implementiert werden, das sind optionale Ziele, damit wir ungefähr eine Ahnung haben, dass ihr alle gleich viel macht und nicht ein Projekt viel zu einfach ist. Ich habe das in einer falschen Reihenfolge vorgelesen. Ihr solltet euch natürlich am besten selber Projekte ausdenken und nicht irgendwie die nehmen, die hier stehen, denn ihr könnt erzählen, obwohl für die Teilnehmer, die hier sitzen, reichen die vielleicht gerade noch so aus. Aber denkt euch irgendwie ein eigenes Projekt am besten aus. Und schreibt mir auch ruhig, immer wenn ihr irgendeine Idee habt, schon eine E-Mail. Also das meine ich wirklich ernsthaft. Schreibt mir einfach, sobald ihr irgendeine leichte Idee habt, schreibt mir eine E-Mail. Dann kann ich schon direkt sagen, ja, grundsätzlich geht das wohl. Kannst du dir noch weiter Gedanken drüber machen? Oder ich sage sowas wie, na, wahrscheinlich wird das nichts. Also ihr könnt mir da gerne immer schreiben schon. Wir würden das irgendwie halbwegs schnell nach Weihnachten festlegen wollen oder sowas in der Art. Überlegt auf jeden Fall über Weihnachten schon mal. Da habt ihr ein bisschen mehr Zeit und Ruhe. Habt ihr jetzt schon Projektideen, die ihr mir verraten wollt? Oder irgendwelche Fragen zu diesen Projekten? Ohne das jetzt zu verraten, hat irgendjemand denn schon überhaupt eine Idee für sein Projekt? Ja, Ideen gibt es schon. Aber ganz genau wissen wir es nicht. Okay. Also noch nicht so ganz klar. Vielleicht die Frage insofern, wenn wir jetzt doch vor Weihnachten schon anfangen wollten, würden wir das hinkriegen, diese Woche uns noch auf was zu einigen, sofern wir dann auch schnell genug wären? Also das Projekt geht ja eigentlich nur über 4 Wochen. Und das ist eigentlich auch so ein fester Bereich, den wir für alle einhalten müssen. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.
Also eigentlich wollen wir wirklich alle zusammen anfangen, damit wir alle zusammen auch das abschließen können. Ich denke vielleicht mal bis Mittwoch drüber nach oder sowas, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass alle gleichzeitig anfangen. Ja. Sonst noch Fragen? Dann hoffe ich, dass ich euch fast alle am Mittwoch sehe. Haben sich schon alle entschieden? Wer wird am Mittwoch kommen, sehr wahrscheinlich? Einmal bitte. Ah, okay. Wenigstens ein paar, das freut mich. Natürlich, also ich versuche ein bisschen Kekse mitzubringen, aber das wird nicht für alle reichen. Ich könnte gerne selber Sachen mitbringen, eben wie ihr verschmausen wollt. Dann hoffe ich, dass ich einigermaßen viel am Mittwoch sehe. Den restlichen schon mal schöne Weihnachten und entspannt euch schön. Wir sehen uns auch nicht am 2. Januar, das habt ihr auch nicht alle gelesen, sondern am 4. erst wieder, beziehungsweise dann übermorgen. Okay, bis dann.